Hallo Leute, ich bin mit dem Omarad unterwegs. Ich freue mich, dass es nicht mehr kalt ist. Es ist inzwischen 4 Monate später. Ich habe diesmal eine andere Mission, und zwar als Videoantwort auf den Kanal Gunter Knauf. Es geht um das Saubermachen ein Stückchen Natur. Wenn man hier den Müll sieht, wie zum Beispiel hier überall bewusst hinterlassener Müll oder auch solchen, der da in den Büschen durchs Hochwasser angetragen worden ist, wenn man am besten die Hände nur falten und sagen, das hat sowieso keinen Sinn. Die Mentalität ändert sich nicht von den Menschen, oder das Müllabfuhrsystem ist nicht so, dass die Menschen hier wirklich ihr Zeug mitnehmen und zu Hause entsorgen. Naja, wie dem auch sei. Aber ein paar Meter kann ich sauber machen. Und das mache ich jetzt. Und dann setze ich mich und genieße hier ein Stückchen von der Theiß, die letztlich dann in die Donau rein fließt. Ist absolut ruhig. Man hört nur den Wind dort oben in den Blättern rauschen. Es ist schön. Wir haben fast 30 Grad, 28 Grad, aber ganz angenehm. Ab und zu springt mein Fisch über die Wasseroberfläche. Ich genieße es einfach. Und das, was ich eben nicht genieße, das, was immer mein Kritikpunkt ist, den Müll, den räume ich einfach auf. Innerhalb von kürzester Zeit habe ich den ganzen Müllsack hier füllen können, aber es erschlägt einen einfach. Ich habe jetzt hier mal 30 Meter sauber gemacht, und leider kommt man dahin und sieht dann auch wieder sowas. Schade eigentlich. Und das muss nicht sein. Deswegen werde ich am Ende dieser Videoantwort noch etwas in der örtlichen Sprache sprechen, um die Jugendlichen, und leider eben nicht nur die Jugendlichen, anzusprechen, die Verursacher dessen sind. Die haben eine so schöne Natur, das will ich ihnen sagen. Und die sollen diese Natur wertschätzen und entsprechend sich drum kümmern. Dir, Gunther, alles Gute. Ich verabschiede mich damit. Den Müllsack nehme ich jetzt auf meinem Omarad mit bis nach Hause zu meinen Schwiegerleuten und packen da in die Mülltonne. Und jetzt geht's auf so ungefähr russisch weiter. Дорогие друзья, молодежь и не только молодежь, я обращаюсь к вам за это проблем. За очень короткое время я собрал целый мешок мусор тут, и конца не видно. Смотрите, если у вас было удовольствие быть в природе, дайте и другими, дайте природе отдохнуть, берите мусор ваш, минимум ваш мусор с собой. Может быть, еще что вы видели. Гордитесь за вашу природу, что вы имеете. За эти реки, за эти лесы. Чтобы было и следующим поколением, и вам лучше. Я просто могу обратиться к вам в этом. Смотрите, следите, берегите. Пожалуйста, больше я не могу сказать. Я знаю, что такое удовольствие в природе. Но это очень мешает, если такого мусора нет. Спасибо за внимание. Хай Бог вас всех хранит и благословит. Пока. Это мусор сейчас должны идти
Kudai Monogen.